Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Trading Card Game. Uli, willst du gegen mich spielen? Ich bin Uli, der Meister des Wissenschaftsclubs. Die Wissenschaft regiert die Natur. Möchtest du die Stärke der Wissenschaft testen, indem du gegen mich antrittst? Klaro, aber dass du so gesagt hast, ist Bullshit. Gut, 6 Preise, beginnen wir. Wo unterscheidet man denn zwischen Wissenschaft und Natur? Alles ist Natur. Natur ist so ein doofer Begriff, weil alles Natur ist. Der Mensch ist Natur, alles was der Mensch macht ist Natur, weil es natürlich ist und naja. Ein Kangama. Haben wir noch mehr? Bitte sag mir, wir haben noch mehr. Nein, haben wir nicht. Okay. Aber wir haben immer eine doppelte farblose Energie. 6 Preise werden platziert. Wir dürfen anfangen. Wir haben 2 doppelte farblose Energien. Oder Mewtwo, wenn ich das richtig gesehen habe. Bill, komm schon, gib mir Pokémon. Nee, das waren keine Pokémon. Naja, apportieren. Vielleicht bringt mir das noch was. Nee. Toll, jetzt habe ich zu viele Energien und zu viele andere Karten. Ich bin dran. Ziemlich cool, dass er Mewtwo hat, finde ich. Doppelte Farblos-Energie und dann können wir Kometenhieb machen. Der kann 80 Schaden machen. Nein. Nein! Aber kann auch einfach 40 machen. 40 reicht mir auch. Ich dachte, er macht jetzt nur 20. 40 ist auf jeden Fall ordentlich. Das ist echt cool, dass wir 2 doppelte Farblose bekommen haben. Und Pummeluff, endlich ein normales Pokémon. Endlich bin ich erlöst von diesen seltsamen... nicht? Kangamas, genau. Nochmal 40 Schaden, das reicht, um das Mewtwo auf Level 53 zu schlachten. Und ein Radfatz. Na endlich, da sind wahrscheinlich alle meine Basis-Pokémon auf diesen 6 Feldern. Ah, gut, wir sind nicht gelähmt. Bei Kopf wären wir gelähmt gewesen. So, Radfatz kann damit schon was anfangen. Ne, was anderes hatte ich nicht. Kometenhieb! Bringe Glück! Mache tot! Nein, mache nur 40 Schaden bei Slimer. Aber das ist auch schon nicht schlecht. Ich will mich nicht beklagen. Uli scheint bisher nicht so der krasseste zu sein. Ach, wir sind gelähmt. Gut. Das ist dann was anderes. Haha, wir sind nicht mehr gelähmt. Juhu, wir sind der Beste. Und noch ein Mewtwo, ein anderes. Cool. Ach, wir sind wieder gelähmt. Das ist doch blöd. Ich weiß, ich habe noch einen Trank, aber irgendwie... Ich will mir jetzt mal angewöhnen, die nicht immer sofort einzusetzen, sondern erst dann, wenn es relevant wird. Pummeluff. Also ich mag meine Hand eigentlich. Ich will die jetzt nicht für, wegen Professor Eich da aufgeben. Ich finde die gar nicht so schlecht und ich habe genug Basis-Pokémon auch. Ach komm, dreimal hintereinander. Das ist doch ein bisschen albern. Findest du nicht selbst auch irgendwie... Ich möchte auch nur einmal noch angreifen können. Einmal! Danke. Na, 40 Schaden wird schon... Also 40 Schaden nicht aushalten kann. Ne, wir haben keinen Austausch. Wird schon ein bisschen zu eng. Einen setze ich mal ein. Vielleicht treffen wir jetzt ja auch gar nicht mit unserem Kometenhieb. Das kann ja sein. Okay, jetzt schon nicht mehr. Wir treffen immer zweimal bisher in diesem Duell. Ein guter Schnitt. Oh, ein Stern und wir haben Starmie auf der Hand, richtig? Komm schon, sag ja. Und noch ein Slimer. Und er hat einen Smogon zu Smogmog entwickelt. Und wir sind gelähmt. Lähm mich doch nicht immer. Das ist doch gemein. Wir haben... Ne, Kingler. Und Yugong. Hm. Aber Sterno macht auch guten Schaden. Ich muss nur einmal angreifen können, dann habe ich eine Chance, Slimer direkt zu besiegen. Danke. Lapras! Sehr schön. Mehr starke Pokémon und ein Trank wird jetzt eingesetzt. Komm. 40 Schaden können manche Pokémon halt direkt machen und das ist mir zu riskant. Ah, komm, direkt, perfekt. 60 Schaden. Überdurchschnittliche Wurfquote für uns hier bisher.
Okay, dafür hat er oft Lähmung bekommen. Das gleicht sie also wieder aus. Und Smogmog bei Kopf vergiftet. Gut, ich will nicht vergiftet sein. Wie viel Schaden macht das? 20, ja. Nicht wenig. Krabby und wir haben Kingla. Aber wir haben keinen Platz mehr auf der Bank. Ne, wir haben inzwischen auch kein Dings bekommen. Kein... Wie heißt es denn? Mushas. Komm noch einmal. Nein, nur 20 Schaden. Okay, das ist jetzt wieder ausgeglichen. Bisher durchschnittlich immer 2 von 4 Treffern mit Kometenhieb. Okay, er bringt sich um. Finale. Macht uns auch kampfunfähig. Und seine Pokémon kriegen Schaden. Und unsere auch. Für Radfahrt ist das echt nicht gut. Das ist der größte Teil seines Lebens. So, wir müssen nur noch 2 nehmen. Was hat sich denn mal ein? Hummelhof eigentlich nicht. Stern auch nicht, weil er zu wenig Leben hat. Lapras finde ich vernünftig. Und er setzt Mewtwo ein. Krabby! Was braucht King dann nochmal so? 3 Stück. Lässt sich einrichten. Konfustrahl. Perfekt, verwirrt. Ein verwirrtes Mewtwo ist ein gutes Mewtwo. Dann bringt es vielleicht Giovanni um und springt ein riesiges Labor. Also es bringt Giovanni ja nicht um im Film, darauf habe ich ja gerade angespielt, aber ihr wisst, was ich meine. Kann er schon mit 2 was anfangen? Mit einem kann er Dreschpflege. Ja, ich entwickle erst, wenn es Sinn macht. Kann ich jetzt ja Aqua-Knarre machen, das macht 20 Schaden. Verwirrt ist er ja immer noch. Und er greift eh nicht an. Mewtwo, willst du auch mal was machen? Ich meine, du bist hier so ein ziemlich cooles Pokémon eigentlich. Anscheinend hat er nichts Gutes auf der Hand, der Uli. Anscheinend ist er dann auch bald Geschichte, würde ich sagen. Denn ich muss noch 2 Preise nehmen und Mewtwo besteht, glaube ich, nicht mehr ganz so viel. Das ist kein Platz. Ja, natürlich. Behauptet das einfach. Dann Pummelhof braucht noch eine. Na komm, Professor Eich, wir haben nur 2 Entwicklungen auf der Hand, wozu wir die vorherigen Monster nicht haben. Wenn wir die ziehen würden, könnten wir sie nicht mehr spielen. Das sieht doch schon besser aus. Wir haben genau die Karten gefunden, zu denen wir gerade eben noch die Entwicklung hatten. Aber was soll's. Nimm einen Preis. Den, ein Jurob, ein weiteres. Oh, ich will nicht gelähmt sein. Das ist doch blöd. Das macht doppelte Schaden, oder? Nee, okay. Ich dachte, weil er Pflanze ist, vielleicht. Ich gebe es mal Stern, nur weil ich nicht weiß, wie viel Stami ich brauche. Ich glaube aber mehr als einer auf jeden Fall. Ich denke mal 3. Ich will keinen Zug verschwenden, indem ich eine Energie ausspielen kann. Nicht leben. Danke. Lapras, du überstehst das. Du hast Mewtwo fertig gemacht, ganz allein. So, 3 gebe ich ihm mal. Oh, er ist nicht verwirrt. Verwirrung hatten wir bisher in diesem Duell, aber auch eine gute Chance. Und Slimog, hallo. Wir sind nicht vergiftet, sehr gut. Aber vielleicht tot? Nee, aber so gut wie. Arctos! Oh, das spielen wir gleich, sobald Dings down ist. Lapras und Kingla haben wir ja schon ausgespielt, stimmt. Ich versuch's trotzdem. Konfusion. Nee, hat nicht geklappt. Schade. Dann hat Slimog uns jetzt wohl an den, an den Fühlern, Tentakeln. Was sind das bei Lapras? Flossen? Ich würde Flossen sagen. Flossen passt am ehesten. Da
Army. Oh, jetzt können wir auch direkt mal gucken. Haben wir alles richtig gemacht? Ja, Sternforce braucht 3. Aber Arktos braucht nur Wasserenergien. Ja. Können wir mit der doppelten Farblosen gar nichts anfangen gerade. Craphammer! Und wir sind vergiftet. Das macht 30 Schaden. Und Gift. Aber wir besiegen ihn jetzt einfach. Halt, ich möchte Arktos nicht ganz ohne Energie dastehen lassen. Das wäre blöd. So, Slimach besiegt und damit ist Uli auch Geschichte und das war auch wieder sehr einfach. Ich finde halt, es kommt auch zu viel auf Glück an, als dass die Meistermedaillenkämpfe hier irgendwie episch wirken könnten. Von Zeit zu Zeit gibt es Probleme, die auch die Wissenschaft nicht lösen kann. Nimm diese Medaille, das Ergebnis unserer Arbeit. Yay! Jetzt haben wir 4 Stück. Vogel hat die Wissenschaftsmedaille gewonnen. Ich gebe dir auch dies hier. Bitte füge es deiner Sammlung bei. Oh ja, Vogel erhält eine Boosterpackung. Labor. Mal gucken, was wir da haben. Oh, ein Quapuzzi, den hatten wir noch nicht. Dich hatten wir aber schon. Du komisches Ding. Und dich hatten wir auch schon. Dich hatten wir ewig nicht mehr, aber dich hatten wir auf jeden Fall schon. Ich glaube, das Tangela hatten wir vielleicht noch nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Düm, düm, düm. Ach, das war das letzte. Okay, und noch eine Laborpackung. Mit Slimog. Wieder. Ah ne, den hatten wir gar nicht, oder? Keine Ahnung. Slimog, ich weiß nicht. Der Dach hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Kibitak hatten wir schon zuhauf. Der Hindöser, das Fleckmon hatten wir auch schon. Mehrfach. Ja, jetzt Onix, wo ich dich lobe, dafür, dass du so selten kommst, da kommst du einfach nochmal. Achso, das war das letzte. Okay. Legendäre Karten sind nur Legende. Wissenschaft ist die Wahrheit. Ich muss meine Forschung zu den Wissenschafts-Pokémon fortsetzen. Okay. Das war wieder zu einfach. Ich gehe jetzt nochmal in Masons Labor. Erstmal gucken, ob du mir eine E-Mail geschickt hast, alter Mann. Ja. Ich bin es, Dr. Mason. Wie weit bist du gekommen, Vogel? Ich habe einige Informationen über Uli Stecker. Er ist der Meister des Wissenschaftsclubs. Sein Deck setzt Slimogs Giftgas ein, um deine Pokémon daran zu hindern, Pokémon-Power zu verwenden. Vermeide es daher, ein Deck einzusetzen, dessen Kraft durch Pokémon-Power entsteht. Die Schwäche von Uli Stecker: Psycho-Pokémon. Sammle Psycho-Pokémon für das Duell. Studiere das Deck der Psycho-Medaille-Maschine. Hoffentlich ist es dir eine Hilfe. Juhu, eine Boosterpackung. Labor. Göre, die hatten wir noch nicht. Du und dein Gegner zeigen sich gegenseitig die Karten auf der Hand und mischen dann alle Trainerkarten aus der Hand in den Stapel. Okay. Klingt jetzt irgendwie nicht ganz so nützlich. Es sei denn, man weiß, dass der Gegner voll auf Trainerkarten irgendwie sein Deck aufgebaut hat. Aber wo soll man das denn wissen? Ich meine hier. Also in echt kann man seinen Kumpel kennen und wissen, dass der nur sowas in den Deck baut, aber hier wird das ja wohl eher wenig vorkommen. Gewinner alle 8 Meistermedaillen, Vogel. Masons Labor, Dr. Mason. Zwinker-Smiley. Ich zwinker dich zurück an, alter Mann. Wo war das? Wassermedaillen, bla. Dann warst du hier unten. Wissenschaftsmedaillenteil. Ja! Oh, mir fehlen viele. Auch viele. Mir fehlen so viele Karten. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie diese Zahlen da rechts berechnet werden. Vielleicht bin ich zu blöd. Wahrscheinlich. Naja, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Wir können ja mal hier aufhören. In Masons Labor haben wir eine ganze Weile nicht mehr. Wenn wir es überhaupt mal gemacht haben. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Pokémon Trading Card Game. Das war's für heute. Euer Vogel. Over and out.